Ja, und André Stern wird uns weiter über seine Erfahrungen erzählen. Und ich würde sagen, wir heißen Herrn Stern mit einem kräftigen Applaus. Vielen Dank. Naja, dann brauche ich mich ja gar nicht mal vorzustellen, das wäre erledigt. Vielen Dank. Ich wollte als erstes erwähnen, dass Deutsch eben wie erwähnt nicht meine Muttersprache ist. Es ist eine Sprache, der ich wohlgemerkt irgendwie spät begegnen konnte. Ich bin dieser Sprache erst mit 20 begegnet, aber das war lieber auf den ersten Blick, ihr werdet es merken. Es ist aber weiterhin eine große Baustelle und ich bitte für heute um Nachsicht und gegebenenfalls, das werdet ihr sehen, im Laufe des Nachmittags auch im Bildschirm. So, und etwas anderes wollte ich erwähnen, das für mich sehr wichtig ist. Ich war also nicht in der Schule und ich stelle eine Art Ausnahme dar. Und das ist für mich sehr merkwürdig, eine Ausnahme zu sein. Weil ich eigentlich das Allernatürlichste erlebt habe, was man überhaupt erleben kann. Ich bin weder speziell noch hochbegabt, ich bin ein ganz banales Kind. Ich nenne immer wieder dieses Beispiel. Mein Sohn Antonin, den ich euch heute vorstellen darf, der ist inzwischen vierjährig, der wollte wissen, was passiert, wenn man einen Mangokern ins Wasser tut. Haben wir auch gemacht. Und ihr wisst, was dann passiert. Nach einigen Tagen kommen ein paar Wurzeln heraus und es kommt dann ein Stiel auch aus dem Wasser. Und es kommt keinem von uns in den Sinn, da laut auszurufen, Mensch, ist das ein hochbegabter Mangokern. Und meine ganze Bemühung ist, es vom Kind zu erzählen. Und meine Bemühung ist es, irgendwie das Vertrauen in das Kind wiederherzustellen. Und deshalb muss und will ich immer wiederholen, wie banal ich bin. Ich bin ein ganz banales Kind und jedes Kind unter ähnlichen Bedingungen würde was Ähnliches erleben. Und darüber möchte ich berichten. Ich möchte auch über eine neue Haltung, denn schlussendlich ist es eine Sache der Haltung. Weil wir finden irgendwann eine Lösung. Ich glaube, jetzt ist es zu leise. Oder ist es gut für euch doch? Ja, ihr hört gut. Okay, dann bleiben wir dabei. Ja, okay, gut. Diese Haltung, es geht um diese Haltung, die wir Kindern gegenüber haben. Und die Haltung, die wir Kindern gegenüber haben, ist sehr ironisch. Ihr werdet merken, wie ich es beleuchte als 43-jähriges Kind, denn ich bin sonst nicht als ein 43-jähriges Kind, wie ich es beleuchte, wird man sich immer wieder dabei ertappen, irgendwie irgendwann in einer ironischen Haltung dem Kind gegenüber gewesen zu sein. Und das machen wir eigentlich automatisch und ohne darüber nachzudenken. Das gehört zu den Memes dieser Gesellschaft, das gehört irgendwie zur Konditionierung, das gehört dazu, dass wir auch in dieser Gesellschaft so leben. Und diese Haltung, diese alte Haltung, die ich für überholt halte, die wird ziemlich überall widerspiegelt. Zum Beispiel ist das ein sehr, sehr schönes Sprichwort. Aber etwas stört mich bei diesem Sprichwort gar nicht. Also ich meine, etwas stört mich. Was passiert, wenn man das Kind, wenn man am Kind nicht zieht, wird es etwa nicht groß? Und das ist eben diese alte Haltung, die wir alle haben. Wir meinen immer wieder, dass das Kind uns braucht. Und somit vergessen wir vollkommen zu sehen, dass das Kind eigentlich mit unglaublichen, spontanen, nativen, angeborenen Veranlagungen auf die Welt kommt. Und ihr werdet merken, diese Haltung, die findet man auch bei den fortschrittlichsten Denkern, obwohl sie eigentlich so fortgeschritten sind, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kann einer von euch oder eine mir da helfen, eine sichere Quelle zu haben für ein anderes Sprichwort, das man eigentlich in vielen Alternativschulen findet und das auch wirklich wunderbar ist. Manche sagen, das sei von Montaigne. Wenn jemand darüber eine ganz genaue Info haben könnte, wäre ich sehr froh. Der Satz heißt in etwa, Kinder sind keine Gefäße, die es zu füllen gilt, Kinder sind Flammen, die man entzünden sollte. Dieser Satz ist zwar wunderschön, aber in diesem Satz sehe ich denselben Irrtum. Oder besser gesagt, dieselbe altmodische Haltung, die jetzt überholt ist.
Wenn wir vom Kind ausgingen, würden wir den Satz ein wenig umbauen und sagen, Kinder sind weder Gefäße zum Füllen, noch Flammen zu entzünden, Kinder sind ein Feuer, das man nicht löschen sollte. Eben, also das wäre die neue Haltung dem Kind gegenüber. Und um diese neue Haltung irgendwie zu entwickeln, bräuchten wir eigentlich mehr über das Kind zu hören. Ihr werdet bemerkt haben, in dieser Gesellschaft wird viel über Bildung diskutiert, es wird auch viel über Kinder diskutiert. Die Einzigen, die nie mitmachen bei solchen Diskussionen, sind immer die Kinder.